Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. So, der möchte jetzt, dass ich hier Steuern eintreibe. So, von Garrick, Reiken, Ignatius. In Gotha. So, wo sind die? Garrick, Reik. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Was kann ich denn bin gerade sehr motiviert. Und ich habe auch gerade gegoogelt, bisher keine Infos bekommen, ob man den töten darf. Ich möchte ihn töten. Tavin? Nee. Gibt's hier einen Weg nach oben? Nee. Also ich hoffe, man darf ihn töten. Den Errol, den sympathischen. So. $50.000 wollte er auch noch mal irgendwann von mir haben. So, Krieger. Noch ein Krieger. Abgebrochen. So, was haben wir hier? Schutz vor Eis. Okay, mehr ist hier nicht. Ne, ganz ehrlich, ich möchte... Errol möchte ich gerne hier tot sehen. Also... Er hat... Also, er ist noch schlimmer als, der andere, warte mal, nee, ich glaube, er war der Einzige, den ich jetzt unbedingt tot sehen wollen würde. Er ist schlimmer... Beziehungsweise, er ist der schlimmste NPC hier. Er ist so schlimm, dass ich alle anderen, die ich vielleicht irgendwie ein Problem mit hatte oder so, vergessen habe. So, hier in Gotha, wo sind die Leute? Vengard? Hast du dich schon um sie gekümmert? Wenn nicht, solltest du dich ranhalten. Also, da war ja was. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Hä, wo sind... Kriegerfrau? Hä, wo soll... Sollen die Leute sein, von denen ich jetzt hier was eintreiben soll? In den Häusern vielleicht? Hatte ich das hier schon gelesen? Hier steht nichts Neues. Anscheinend schon, ja. Den hatten wir schon gelootet. So. Ein Teleportstein. Hatten wir den Teleportstein, der hier war, nicht schon mal genommen? Garlins Frau? Ich will keinen Ärger haben. Leuten in Gotha eintreiben. Garrick, Reik und Ignatius müssen noch jeweils $500 zahlen. Ignatius? Wo? Wo finde ich die? Die haben hier alle keinen Namen hier oben. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Krieger, Krieger,
Krieger, Kriegerfrau. Komm, wir legen uns mal hin. Es wird ja eh schon dunkel. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Welcher Tag ist denn das jetzt? 15. Tag. Aktuell 9, erfolgreich 57, gescheitert 0, Niederlagen 0, Gesamt 66. Irgendwann ist das auch vorbei. Quest, gehe ich mal von aus, heißt das. Diese Zahlen, die da unten waren. So. Gabriel? Ich mach erstmal Pause. Was kann denn Alter, warum bin ich aber hier auch der Laufbursche von diesem einen... Ja, klar. Du hast von dem einen Trottel. Sorry, wenn ich jetzt so viel fluche. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich weiß nicht, lass mich. Ich ruhe mich ein wenig aus. Ja, klar. Du hast gut reden. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Am besten erledigst du das. Ehemalige Paladin Lindhardt. Lass mich. Von wem muss ich jetzt die Steuern eintreiben? Irgendwann ist das auch vorbei. Hier war ich schon. Rein. Ja, bitte? Ich bin hier, um die Torwächtersteuer einzutreiben. Ach ja, ich hab dich schon erwartet. Hier, bitte. Hast du hier genug, um einem Angriff der Orks widerzustehen? Hast du hier genug Leute, um einem Angriff der Orks zu widerstehen? Na klar. Allerdings hilft uns das nicht viel, solange wir nicht wissen, was Thoros genau vorhat. Ja, ich weiß, da, also, beziehungsweise ich habe einen Brief abgegeben, aber... Hallo, überschickt mich? Sind die Bürger der Stadt bei einem Angriff der Orks sicher? Klar, wir haben sie alle im Kampf ausgebildet. Das war eine klasse Idee. Hat Gorn auch sofort gefallen. Lässt Gorn bei der Planung des Kriegs beraten? Lässt sich Gorn bei der Planung des Kriegs beraten? Ja, von mir und noch ein paar anderen. Allerdings hat er schon öfter erwähnt, dass er am liebsten einen seiner alten Freunde als Berater hätte. Weißt du wen? Er hat nie viel von ihm erzählt. Nur, dass er Gorn des Öfteren vor Ärger bewahrt hat. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wen. Wusstest du, dass die Bürger in die Armee zwangsrekrutiert werden? Ja, davon habe ich schon gehört. Gorn würde das nicht gefallen. Vielleicht unternehme ich morgen mal was dagegen. Was kann denn schon groß passieren? Hast du irgendwas über Thoros Pläne gehört? Angeblich soll er Menschen erschaffen haben, die wie Orks aussehen. Wie soll sowas denn möglich sein? Durch Magie. Es heißt, dass er alle Magier von Myrtana nach Treles eingeladen hat. Aber ich glaube nicht, dass an der Geschichte was dran ist. Hat irgendeiner deiner Leute diese Ork-Menschen schon mal gesehen? Nein, wir haben nur von ihnen gehört. Kann gut sein, dass die Biester nur ein Hirngespinst von Thoros sind. Also ich speichere mal. Ulva schickt mich. Hallo, Ulva schickt mich. Sie kann einem echt leid tun. Ich war ganz gut mit ihrem Mann befreundet. Deshalb bin ich hier. Ihr Mann hat ihr gesamtes Gold in einer Truhe versteckt. Ulva aber nie gesagt, wo die Kiste steht. Und jetzt, wo er tot ist, kommt sie nicht an das Gold. Hm. Und weiter? Hat ihr Mann dir mal irgendwas über die Truhe erzählt? Nein. Und das, obwohl er mir eigentlich noch Gold geschuldet hat. Ich hab doch die Truhe schon gefunden. Okay, Raik, Ich mach erstmal Pause. Haben wir schon mal? Was? Lennart? Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Ich ruhe mich ein wenig aus. So, wo ist Ignatius? Oder? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ignatius und Garrick. Ian? Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich kann nicht mehr. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Wo finde ich jetzt Garrick? Gero. Aber apropos, wir können ja zu Ulva jetzt einmal kurz hingehen. Wir haben ja das Gold gefunden.
So, Krieger. Da ist Ulva. Hier bitte, dein Gold. Damit dürfte dein Auskommen gesichert sein. Hier bitte, dein Gold. Damit dürfte dein Auskommen gesichert sein. Vielen Dank. Und jetzt, wie versprochen, bringe ich dir was über Magie bei. Setz diese Fähigkeit mit Bedacht ein. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bring mir etwas über alte Magie bei. Schneller lernen! Dazu bist du noch nicht bereit. Mein Held. Ich habe im Moment leider keine Zeit. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Mann. Okay. Danke für die Info. Kümmere dich besser um deinen Kram. Hä, wo soll dann Ignatius sein? Hier gab es doch auch noch Leute, oder? Wache? Mach hier keinen Ärger, klar? Zu schwer. Du Ignatius, nein. Hier geht's raus. Wo finde ich jetzt Ignatius? So, wir haben 10 Lernpunkte. Drinne vielleicht? Irgendwie, irgendwo, irgendwer. Ich möchte Errol töten, wirklich. Der verschwendet mehr meine Zeit noch viel mehr als Inok und Anok. Was quatschst du mich hier voll? Kümmere dich um deinen Auftrag. Die sterben wirklich. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Möglich ist alles. Das hätte ich dir vorher sagen können. Die hatten alle keinen Namen außer Tafel. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weit. Ignatius! Ich bin hier, um die Torwächtersteuer einzutreiben. Hier, nimm und jetzt verschwinde. Einen schönen Tag noch und denk immer daran, es werden Veränderungen kommen. Ach, halt die Klappe, Held. Was für Veränderung. Okay, Ignatius haben wir gefunden. So, hier nehmen wir auch alles mit. Jetzt fehlt nur noch Garrick. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weit. Und wo ist Garrick? Wo könnte der sein? Das gibt doch nur wieder Ärger. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wenigstens spricht mich hier wirklich niemand drauf an, so dass Sachen verschwunden wurden. Und ich hier als Dieb verdächtigt werde. Jetzt ist wirklich die Frage, wo könnte Garrick sein? Ich weiß, Mann, ich weiß. Gefällt mir das ganz und gar nicht. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das heißt ja, die sind ja hier in Gotha. Hier nehmen wir auch wieder alles mit.
Hat er mir gerade dabei zugesehen? Was kann denn schon Vanguard? Ey, jetzt ernsthaft, wo ist Garrick? Er ist der Letzte, der jetzt fehlt. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich geh nochmal hier rein. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ich finde das schrecklich gerade, wirklich. Was kann denn schon groß passieren? Irgendwann ist das auch vorbei. Tja, da haben wir ein wichtiges Problem. So, das nehmen wir alles mit. Zu schwer. Was kann denn schon groß passieren? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Die Hütte waren wir schon. Jetzt guck mal, wer ist das? Kriegerfrau, okay. Stehst du schon lange in Gorns Diensten? Stehst du schon lange in Gorns Diensten? Ja. Schon seit dem Tag, an dem der untote Drache erschlagen wurde. Der untote Drache erschlagen wurde? Was labert der für einen Müll? Jeder Wette Gorn und er kannten sich da noch nicht einmal. Alles hier Lügner. Wie heißt du, Krieger? Na, jetzt ernsthaft, wo ist Garrick? Wo finde ich den? Hier war ich schon. Warte mal. Ich steck fest. Okay, aber da kann ich nicht hin. Gibt's hier einen Garrick? Oder oben auf dem Turm? Das macht mich gerade wirklich müde. Ich fühle mich gerade wirklich sehr um meine Lebenszeit beraubt. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Hey, du! Ich brauche den richtigen Schlüssel. Was schleichst du hier rum? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Garricks Bogentour. Okay, Garrick müsste dann also hier irgendwie irgendwo in der Nähe sein. Habe ich die Zelte eigentlich schon durchsucht? Vielleicht ist... Vielleicht ist er auch eher in einem der Zelte drinne.
ganz und gar nicht. Mann, was willst du? Ehemaliger Rebell? Ich will Garrick. Bevor ich hier... Das hat uns gerade wie heißt er? Bran. Stör mich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lass mich in Ruhe. Wir reden gerade. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, lass mich oder? In Ruhe. Ach, die sollen alle mal die Fresse halten oder mir sagen, wo Garrick ist. Ich ruhe mich ein wenig aus. Ja, sag mir, wo dein Kumpel Garrick ist. Mann, was willst du? Noch ein ehemaliger Rebell? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Das hätte er doch besser wissen. Lass mich. Ein warmes Feuer ist doch was Feines. Du hast sicher noch was zu erledigen. Stör mich nicht. Wir unterhalten uns gerade so ganz und gar nicht. Hast du nichts zu tun? Kümmer dich besser um wir das. Wir reden gerade. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich mach erstmal Pause. Warum nicht? Richtig, aber trotzdem gibt das. Wo ist er? Ich will jetzt nicht googeln. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich glaube, ich will das gar nicht. Ich fühle mich wirklich gerade sehr extrem von meiner Lebenszeit hier beraubt. Das ist absolute Zeitverschwendung. Hier einfach Spielzeit strecken. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe! Hast du nichts zu tun? Am besten. Wisst ihr was? Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe keinen Bock jetzt 1000 Jahre nach Garrick zu suchen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Garrick ist in der anderen Richtung. Richtung Vanguard. Der soll da irgendwo auf einer Wiese sein. Naja, aber sorry, dass ich das jetzt mal googeln müsste, aber... Bis jetzt ist Götterdämmerung mir nicht wert, es wirklich blind zu erfahren, wenn meine Zeit hier geraubt wird. Denn ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass mir die Zeit, meine Lebenszeit, und die ist schon sehr kostbar, Lebenszeit ist extrem kostbar, dass sie mir einfach weggenommen wird. So haben wir die zumindest mal weggemacht. Da war noch irgendwas. So, machen wir das hier mal auf. So. Und futtern wir mal. So, und irgendwo hier auf dieser Wiese soll Garrick sein. Nur wo? Da vielleicht? Hier sind welche, okay. Garrick's Rekrut? Kümmere dich besser um deinen Kram. Erstmal Pause machen. Hast du nichts zu tun? Kümmere dich besser um deinen Kram. Hallo, du bist neu hier, oder? Zumindest kommst du mir nicht bekannt vor. Ich bin ein Bürger Myrtanas, so wie du. Ach, halt die Manche Klappe. Würden mich auch einen Krieger nennen. Sehr schön. Beachte mich nicht weiter. Ich lache einfach gerne. Als Krieger sieht man so viel Schreckliches. Da muss man zum Ausgleich auch mal lachen. Mach's gut. Und warum bist du hier stationiert?
Warum bist du hier stationiert? Gorn hat mich hierher geschickt, um die Dinge im Auge zu behalten. Vor allem die netten Damen hier habe ich sehr genau beobachtet. Kämpfst du schon lange an Gorns Seite? Sehr lange. Ein paar von den Jungs meinen schon, wir wären verheiratet. Warum hat Gorn Treles angegriffen? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er es mir mal erzählt, aber dann habe ich es vergessen. Hast du Taurus mal getroffen? Taurus? Nein, zum Glück nicht. Aber ich habe gehört, dass er hässlicher als ein Ork sein soll. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich bin hier, um die Torwächtersteuer einzutreiben. Was? Das ist schon das zweite Mal diesen Monat. Und das, obwohl er mein Schwager ist. Irgendwann werde ich ihn mir. Ach, egal. Hier, da hast du das Gold. Okay, wir haben ihn gefunden. Aber, ja. Diesen Torwächter... Kann ich bei Gorn eine Beschwerde einreichen und dass er dann den Job los wird? Dann darf er nur noch Scheiße schleppen, so wie die... Wie manche Skalitzer in Ratai, Kingdom Come. So, aber jetzt haben wir alles. Boah, ich hoffe, ich darf ihm wirklich einen Kopf kürzer machen, den Errol. Ich hoffe wirklich. Was quatschst du mich hier voll? Kümmere dich um deinen Auftrag. Hier ist dein scheiß Gold. Hier ist das Gold. Ausgezeichnet. Gibst du Gorn jetzt endlich den Brief? Ich muss jetzt erstmal das Gold zählen. Gib ihn Gorn doch selbst. Ich bin schließlich nicht dein Laufbursche. Ich auch nicht, du. Du hältst dich ja immer noch auf den Beinen. Warum auch nicht? Man weiß nie, was alles passieren kann. Es stehen große Veränderungen bevor. Digga, ich will ihn... Ich will seinen Namen rot haben, nicht grün. Okay, wo... Wer ist das? Krieger. Hier steht was über Alchemie. Wow. Unmöglich. Alte Truhe. Noch ein Goldbrocken, okay. So, wo ist jetzt Gorn? Wir passen auf. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Jetzt ist er da. Hallo Gorn, ich... Na, du altes Schlitzohr, hast dir mal wieder jede Menge Ärger eingebrockt. Und ich muss den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen, wie? Bei Inos, tu! Ich glaub's nicht. Komm, lass uns ein paar Orkschädel spalten gehen. Obwohl, lass uns erst was essen und ein wenig feiern. Ha, wie ich sehe, hat sich der große Gorn kein Stück geändert. Nein, das hat er nicht. Wo hast du dich denn die ganze Zeit rumgetrieben? Ein paar von uns dachten schon, du wärst tot. Ich war ein bisschen unterwegs. Es ist auf alle Fälle schön, dich wiederzusehen. Es hieß, Xardas hätte dich alle gemacht. Nein, hat er nicht. Was ist denn aus ihm geworden? Hattest du was mit seinem Verschwinden zu tun? Wie kommst du denn auf die Idee? Ich komme aus Sylden übrigens. Ah, Inok. Wie ich höre, hat er ein paar Probleme mit den Orks. Ja, und er behauptet, du wärst schuld daran. Was? Seit du Taurus angegriffen hast. Hey, ich hatte keine andere Wahl, als Taurus anzugreifen. Dann erzähl mal, wieso das? Während du mit Xardas Verstecken gespielt hast, musste ich mich um das Wohl Myrtanas kümmern. Und Taurus hat irgendeinen Plan ausgeheckt, um die Macht an sich zu reißen. Bist du dir da sicher? Klar bin ich mir sicher.
Ich habe überall in Myrtana Leute. Und die haben mir alle das Gleiche berichtet. Kann man den Leuten trauen? Ach, überzeug dich doch einfach selbst. Wie soll das gehen? Sprich mal mit einem der Wassermagier. Warum? Er hat öfter Informationen für mich. Torus sucht nach Drachenknochen. Und der Wassermagier dürfte den Grund dafür kennen. Und wo finde ich ihn? In der Höhle, wo früher Okara war. Okay, warte mal. Ich speichere einmal. Dann will ich, hier. Hallo Gorm. Ich habe hier einen Trank, durch den man sich in einen Dämon verwandelt. Klingt ziemlich bescheuert. Wie viel willst du dafür haben? Mach ein Angebot. Der Magier will ihn meistbietend verkaufen. Wer bietet denn sonst noch mit? Torus. Ha! Ich verdopple sein Angebot. Na gut, ich gehe dann mal wieder. Warte mal, ich speichere noch einmal. Okay, darf ich so mitnehmen. Was ist das denn? Reiterschwert. Klingenschaden 140. Warte mal. Das macht 125. Oh, den könnten wir schon benutzen. Okay. So, dann bleiben wir mal dabei. Dann brauche ich die beiden nicht mehr. Herzreißer. Wenn der mehr Schaden macht. Warum nicht? Kann er mir noch irgendwas beibringen? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Hatte ich das hier schon gelesen? In Nordmar lebten die Barbaren und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis und das Biest jagte ihn. Ich wünschte, wir hätten uns über Errol hier beschweren können. Errol, du wirst noch drauf gehen. Das schwöre ich dir. So, Tavin? Nee. Gab es hier nicht noch einen Wassermagier außer Tavin? Das hat uns gerade noch gefällt. Wo früher Okara war, hat er gesagt. Karab ist jetzt eigentlich das einzige alte Rebellenlager, was wir noch nicht besucht haben. Ne? Ich hoffe, Errol ist ab jetzt nicht mehr questrelevant. Denn ich will ihn jetzt bei Gelegenheit umlegen. Also, Okara war in diese Richtung. Warte mal, ist Roland oder Roland? Hallo, du siehst nicht gerade glücklich aus. Was ist los? Ich habe dich erwartet. Du könntest der eine sein. Der Friede in diesem meinem Kopf wird von Zeit zu Zeit durch Wesen getrübt, die durch diese Höhlen streifen. Sie sind eine Kraft, die meinen Fortschritt in der Erschaffung von neuer Magie behindern.
Kannst du die Zeit, die den Wesen in dieser Welt verbleibt, verkürzen? Du meinst, ich soll sie töten? Ja, das sollte den Frieden in diesem meinem Kopf wiederherstellen. Und du wirst mit einem Schlüssel belohnt werden, der dich zu etwas führt, das deiner Zeit in dieser Welt nützen und die Erfüllung deiner Mission erleichtern wird. Okay. Na gut, ich kümmere mich drum. Beseitige Rolands Bestienproblem. In dieser Höhle? Stimmt, das war doch diese eine riesige Höhle. Zu schwer. Alter, ihr. So, die Echsen kann ich jetzt nicht mehr looten. So, gibt's hier noch irgendwas an Viechern? Was? Nagelkeule? Jo, Untote. Noch mehr rostige Schwerter. Speicher einmal. Jetzt war nur der eine hier oder wie jetzt? So, die Felsnester nehme ich mit. Truhe des Beschwörers. Drachenzahn. Schwer. Komm. Da ist eine Schatulle. Meinte der diese Höhle hier? Irgendwas schon hinter mir her, oder? Noch nicht. Okay, da sind Warane. Das ist aber auch eine echt riesige Höhle. Warte mal, ich speichere einmal. Bestie. Nochmal speichern. Ah, okay. Das waren die.
Da sind noch andere Kreaturen. Was ist mit dem Minecrawler jetzt? Achso. Nochmal kurz speichern. Oh, die Fleischschwanzen. Kurz speichern. Ach, natürlich, der will jetzt auch noch wieder Stress. Nein, jetzt hat der mich auch noch gesehen da hinten. Gargoyles kann ich nicht looten, okay. So, einmal speichern. Harnischkraut. Korb. Nehme ich mal mit. Was ist das? Ein Silberpokal. Okay, speichern. Kommt jetzt der Minecrawler her. Noch einmal speichern und dann den nächsten. Essen? Wie lange bleibe ich jetzt noch krank? Warte mal. Hier. Haben wir den jetzt auch erledigt? Was gibt's hier denn noch? Noch ein riesen Gargoyle. So, schwere Truhe. Was? Rhino-Töter? Was haben wir hier? Münzen, Ring, viel Gold. Mana-Plank, Laute. Noch mehr Münzen. Was liegt denn hier alles rum? Noch ein Heiltrank. Noch eine Münze. Da liegt auch noch. Hier liegen auch noch Münzen. Wie soll man die Scheiße alle hier sehen, finden?
Warte, was war das für ein Trank hier? Trank der Jagd. Jagdgeschick plus 3. Nehmen wir zu uns. Was ist das? Erhöht die Ausdauer. Okay. Okay, habe ich hier noch irgendwas? Warte mal, fangen wir hier an. Lass ich das jetzt einfach mal. So, maximale Mana. So, hier Ausdauer nochmal. So, hier Stärke plus 1, Drachenwurzel. Hier Snapperkraut. Felsnessel, Sumpfkraut, Krötenwurz, Wolfskraut. Das war's. Gut. Okay, mit diesem Rauch oder mit dem Nebel wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt noch einer. Also im Nebel sieht man echt gar nichts. Mist. Okay, jetzt muss ich wieder was essen. Wie viele gibt's denn da noch? Ich glaube, ich erkenne da 3. Ne, 2. Sind nur noch 2. Ein Schlag noch, komm. So, hier in dem Nebel. Echt nichts zu erkennen. Warum sind hier eigentlich auch so viele Schlangen? Das nervt doch alles. So, noch ein rostiges Schwert. Bei mir reizt. Ich gehe hier raus. Ich habe hier von der Höhle jetzt genug gesehen. So, und Roland. Die Kräfte, die sich dir entgegenstellen, sind zahlreich. Aber du wirst sie in deiner Hand zermalmen. Hier ist der Schlüssel zu einer Truhe, in der sich eine Schriftrolle befindet, auf der der Weg zu einer neuen Fähigkeit beschrieben ist. Danke. Aber eile noch nicht davon, denn du benötigst 2 weitere Schlüssel. Und wo finde ich die? Und wo finde ich die? Bei denen, die meine Brüder genannt werden. Es gibt 2 von ihnen.
verteilt in den Ländern von Faring und Gotha. 3 Schlüssel führen dich zum Ziel. Wozu die ganzen Schlüssel? Wozu die ganzen Schlüssel? Du magst nur einer sein, aber du beschreitest viele Wege. Viele Wege führen zum Ziel. Wie sonst wirst du lernen? Okay, hier sind noch irgendwo... Oh, Weizensäcke. Zu schwer. Okay, dann nicht. So, dann machen wir uns jetzt aber auf den Weg wieder Richtung Okara. Nehmen wir mit. Schön erledigt. Jetzt noch mal kurz was essen. Und dann weiter. Stimmt, da war ja auch noch eine Höhle mit Rollen. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Flammenbeere. Dann Goblinbeere nehmen wir mit. War das hier schon? Nee. Eine wertlose Höhle. Wo war jetzt nochmal der Weg nach Okara? Also eigentlich müsste es hier doch richtig sein, ne? So, in die Richtung, ne? Ich bin schon zu weit. Schon der nächste Dodo, ne? Ernsthaft? Kommt da ein Dodo nach dem anderen? So, hab ich alle? Ja. Das hier kennen wir. Zu schwer. Aber war nicht in diese Richtung noch irgendwie ein Durchgang? Oder ist der Durchgang jetzt zugemacht worden? So, Herrscherkraut. Ah, hier. Da sind wir. Speichern.
Dir werde ich helfen. Was? Ich mach dich fertig. Leichter Bandit. Was? Bleib stehen. Mist. Ja, ich hab's noch nicht verlernt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.